jedenfalls nichts mit den Geschenken zu tun. Das habe ich dir ja gleich gesagt. Wer könnte ein Interesse daran haben, hier so für Verwirrung zu sorgen? Ich brauche keine Beschäftigungstherapie. Und ich habe dir auch gestern schon gesagt, dass ich deine Hilfe nicht brauche. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn du mal mit einem Freund darüber redest. Nein. Und wenn überhaupt, dann nur mit Dr. Love. Du willst nicht hier einziehen. Bist du jetzt sauer? Nein. Nur ein bisschen enttäuscht, dass der Mann dir wichtiger ist als ich. Gero! Hallo, Schwesterherz. Meine Begrüßung habe ich mir ehrlich gesagt etwas lebhafter vorgestellt. Aber gut, ich kann auch wieder gehen. Ah, wenn du das machst, gucke ich dich nie wieder an. Mensch, wieso hast du denn nicht angerufen? Wer hat dich vom Flughafen abgeholt? Ich wollte dich überraschen. Das ist dir gelungen. Hey, du wirst ja immer hübscher. Oh, findest du? Ja. Dankeschön. Aber was machst du denn in Deutschland? Wieso bist du nicht in New York? Machst du Urlaub hier und wo ist Markus? Später, okay? Jackie. Was ich zu Kathi gesagt habe, gilt auch für dich. Du wirst von Tag zu Tag hübscher. Tja, gute Pflege, Herr Doktor. Hallo. Hallo. Und du? Du kannst dich wohl gar nicht von deinem Geschenk trennen, was? Ich hoffe, meine kleinen Präsente haben euch gefallen. Zumindest haben sie für einige Verwirrung gesorgt. Sehr originell sind sie nicht, aber das warst du ja noch nie. Trotzdem, willkommen auf Friedenau. Charmant, wie immer. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Sag das nicht. Dich hätte ich ja nämlich am allerwenigsten erwartet. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich wieder auf Friedenau wohne. Was hast du die ganzen letzten Jahre getrieben? Hallo, wollen wir vielleicht erstmal nach reingehen, was trinken? Gute Idee. Dann erzähl mal. Meine Freundin hat einen Freund. Zieht deshalb nicht bei mir ein. Und ich weiß nur, dass er Henning heißt. Ich kenne ihn doch selbst noch nicht so lange. Außerdem hast du ihn doch schon mal gesehen. Weil wir ihn zufällig getroffen haben. Und hättest du ihn mir auch vorgestellt, wenn er nicht in diesem Sportcenter aufgetaucht wäre. Na, natürlich. Wieso sollte ich ihn auch vor dir verstecken? Auch vielleicht ist er schüchtern. Oder er hat ein dunkles Geheimnis. Nein, es hat sich einfach noch nicht ergeben. Das ist alles. Wie alt ist er? Ungefähr so alt wie ich. So plus minus. Was macht er von Beruf? Geschäfte. Sehr viel weißt du aber noch nicht über ihn. Naja, ich will ihn ja nicht gleich heiraten. Aber mit ihm zusammenziehen. Wenn wir uns besser kennen, habe ich gesagt. Solange kannst du doch bei mir wohnen. Ausgeschlossen. Ich will hier niemandem zur Last fallen. Das ist doch Unsinn. Überleg's dir doch noch mal. Wir hätten so viel Spaß. Ich muss jetzt auch los. Eine Wohnung besichtigen, weißt du? Bleib ruhig sitzen. Ich finde den Weg schon. Ciao. Hey. Hallo. Hast du Lust, mit ins No Limits zu kommen? Eigentlich wollte ich noch in die Stadt ein paar CDs kaufen. Hey, das trifft sich gut. Ich bin auch gerade auf der Suche nach neuen Scheiben. Cool, dann lass uns doch gleich die Geschäfte unsicher machen. Yep. Und danach können wir ja noch was trinken gehen. Hoffentlich finde ich die abgefahrenen CDs, die Dr. Love immer spielt. Warum besorgst du dir nicht gleich seine Socken oder die Unterhosenmarke, die er trägt? Weil ich bei den Sachen nicht weiß, ob er meine Wellenlänge hat. Ich habe auch Ahnung von Musik. Sag mal, was hat dieser Typ, was ich nicht habe? Er ist immer für mich da, hört mir zu. Seine Stimme hat halt was Vertrauenvolles. Millie, der muss so reden. Und wenn schon. Er hat mir geholfen, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Das hätte ich auch. Aber du wolltest ja nicht mit mir darüber reden. Es gibt eben Dinge, die kannst du nicht verstehen. Aber dieser Dr. Frankenstein. Jetzt mach ihn doch nicht immer so mies. Du kennst ihn doch gar nicht. Ja, kennst du ihn denn vielleicht? Aus dem Radio. Aus dem Radio? Ich glaub das nicht. Sag mal, du vertraust einem Typen, von dem du überhaupt nichts weißt. Sprich doch mit deinen Freunden drüber, mit Arno und deiner Mutter. Du kennst diese Leute und die kennen dich. Ich habe meine Gründe dafür. Die müssen aber verdammt gut sein, dass du sowas abziehst. Frank, das geht dich nichts an. Ich möchte nur nicht, dass du von diesem Radiodoktor enttäuscht wirst. Das ist lieb von dir. Aber Dr. Love wird mich nicht enttäuschen. Egal, was er sagt, tut oder wer er ist. Kommst du? Ja.
Jetzt erzähl doch mal, wie du in deinen Job gekommen bist. Na, wie schon. Er hat natürlich als Tellerwäscher in der Klinik angefangen. Und am nächsten Tag, da war er prompt der Assistent von Professor Dr. Stonehill. Ja, so ähnlich. Wir sind es auf einer Party vorgestellt worden. Er fragte mich, my face, what would you change? Und was hast du geantwortet? Och, ihr Gesicht ist in Ordnung, es passt nur nicht zu ihrem Körper. Er hat gelacht und 3 Tage später war ich Assistenzarzt in einer Klinik für kosmetische Chirurgie. My face, what would you change? Nichts. Aber an dem Zustand deines Glases könnte man einiges ändern. Oh ja, ich guck mal gerade, wo Christiane bleibt mit der neuen Flasche. Und was hast du jetzt vor? Relaxen. Und wenn ich mich langweile, dann checke ich die Lage auf dem Ärztemarkt. Wo bleiben Sie denn? Der Kellerschlüssel hing nicht am Schlüsselbrett. Ja? Schlamperei. Na ja, kümmern Sie sich bitte um Ihr Zimmer, ja? Ja, ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wo steckt eigentlich dein Schwager? Oder ist Markus deine Schwägerin? Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, du weißt, wo du hingehörst. Sag mal, bist du eigentlich immer noch an Henning interessiert? Wieso fragst du? Weil du keinen Schritt weiterkommst. Trotzdem hast du mir Dinge unterstellt, die einfach lächerlich sind. Das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Du brauchst meine Hilfe nicht, weil du Henning nicht mehr willst. Clarissa, es tut mir leid, dass ich gedacht habe, die Geschenke sind von dir. Naja, ist ja gut. Aber wenn sowas nochmal vorkommt, kannst du dir eine andere Beraterin suchen. Und jetzt rein mit dir. Henning wartet. Ach, und vergiss nicht, bleib beim Ball. Lass ihn aber trotzdem zappeln. Dein Henning. Ja, ich brauch sie für 8 Stunden. Das ganze Haus von oben nach unten, von innen nach außen, wie es unsere Oma uns beigebracht hat. Ja, und die Fenster müssen ganz besonders gründlich geputzt werden. Denken Sie an die Fenster oben und... Schmutzige Fenster? Kein Problem, wir kaufen neue. Sag mal, du kannst doch nicht einfach hier mein Telefonat beenden. Ja, das alles auf das kann ich und noch mehr. Sag mal, hast du getrunken? Champagner, aber nur einen klitzekleinen Schluck zur Feier des Tages. Du hast? Brandner baut eine Tiefgarage. Wohin kam der Anruf? Oh, ich freue mich. Ja, da, wie war's bei dir hier? Ja, Nina war hier. Sie hat sich unser Angebot noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und wie es aussieht, wird sie nicht hier einziehen. So ein Tag, so wunderschön. Ach, du bist gemein. Ich hatte nur dir zuliebe zugesagt. Ich hätte mich aber trotzdem gefreut, wenn Nina bei uns gewohnt hätte. Erika, morgendlicher Trubel, Warteschlangen vor dem Badezimmer, Frank, der mitten in der Nacht Keyboard übt. So ist das nur meiner Familie. Nina steht vielleicht nicht der Sinn danach, könnte doch sein, oder? Ja, aber... Du hast dich gefreut, jemand um dich zu haben, der weder im Stress, schwanger noch dauernd auf Achse ist. Mhm. Ja, das verstehe ich. Und warum unterstützt du mich dann nicht ein bisschen? Weil ich es nicht gut finde, wenn du Nina genauso überrumpelst wie mich. Lass ihr doch Zeit. Sie wird für sich die richtige Entscheidung treffen. Ja, du hast recht. Millie! Frank! Die sind in Düsseldorf. In Düsseldorf? Wollen wir vielleicht überprüfen, wie das ist, allein zu wohnen? Ja, das die wollte ich schon so lange haben. Genau wie ich. Die hätte ich dir doch überspielen können. Ja, aber eine Kassette passt nicht in meinen CD-Player. Erwartest du einen Anruf von deinem Anlageberater? Quatsch. Aber vielleicht ruft Dr. Love ja an. Ich höre mal schnell meine Mailbox an. Also gut, du hast es nicht anders gewollt. Ich bin Dr. Love. Du spinnst ja. Das ist die einzige Möglichkeit, dass du ja sagst. Nichts. Wozu denn? Ich wollte dich eigentlich ins Kino einladen, aber da ich nur Frank Devinsky heiße und nicht Dr. God Love. Frank, sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich gehe doch lieber nach Hause. Ich höre mir Dr. Love an. Du bist ja schon ganz richtig nach diesem Typen. Und du eifersüchtig. Auf so ein Radiofuzzi? Sag mal, bild dir mal nicht zu viel ein, ja? Wir gehen ein andermal, versprochen, ja? Da hast du ja wirklich eine Menge erlebt. Ja, nur was mit Markus ist, hast du immer noch nicht erzählt. Wir haben uns getrennt. Im gegenseitigen Einvernehmen, wie es so schön heißt. Hey, das ist jetzt aber kein Grund, um auf Depressionen umzuschalten. Macht's dir denn gar nichts aus? Ach, wieso? Ich bin ein junger, dynamischer Arzt. Mir liegen die Männer zu Füßen. Obwohl ich von Orthopädie eigentlich gar keine Ahnung habe. Naja, wie auch immer.
Gehabt euch wohl. Ich für meinen Teil begebe mich zu Bett. Ja, und ich muss noch ein paar Kontaktabzüge sichten. Also früher hat Gero irgendwie mehr vertragen. Von 2 Gläsern ist man noch nicht betrunken. Warum benimmt er sich dann so merkwürdig? Vielleicht steckt er die Trennung doch nicht so locker weg, wie er behauptet. Hm. Oder er ist voll im Jetlag. Gero ist aber nicht der Einzige auf Friedenau, der sich seltsam benimmt. Wieso hattest du Clarissa im Verdacht, dass sie etwas plant? Weil sie immer irgendwas aushackt. Kathi, ich bin doch nicht blöd. Neulich dieses ominöse Frauentreffen in der Halle, jetzt der Streit wegen gar nichts. Ihr habt doch irgendwas vor. Ich und Clarissa? Niemals, eher gehe ich ins Kloster. Sollte ich rausfinden, dass ich das Objekt eures kleinen Geheimnisses bin, wird dir auch keine andere Zufluchtmöglichkeit mehr bleiben. Du willst nicht hier einziehen. Bist du jetzt sauer? Nein. Nur ein bisschen enttäuscht, dass der Mann dir wichtiger ist als ich. Überleg's dir doch nochmal, wir hätten so viel Spaß. Dr. Love? Hey, Moment mal, das ist mein Text. Endlich. Ich dachte schon, du rufst gar nicht mehr an. Wir haben doch heute Mittag bereits miteinander telefoniert. Das kommt mir aber vor wie eine halbe Ewigkeit. Das hatte den Anschein, dass du immer alleine bist. Hast du denn gar keine Freunde? Doch, doch. Aber die sind nicht so wie du. Ich bin auch nicht Superman. Trotzdem. Du bist irgendwie anders. Das merkt man schon an deiner Stimme. Hey, so muss ich reden. Das sagt Frank auch. Scheint ja ein wirklich fantastischer, guter Sinn und einfach kluger Mann zu sein, dieser Frank. Sag mal, ist das ein Freund von dir? Ja, mehr so eine Art Kumpel. Weißt du, einer, mit dem man Spaß haben kann. Ein Pausenclown, ja? Nein. Aber über deine Probleme willst du nicht mit ihm sprechen? Nee, dazu ist er viel zu jung und unerfahren. Hast du es denn schon mal probiert? Früher mal, aber da ist nichts bei rausgekommen. Naja, vielleicht hat er sich ja geändert. Das glaube ich nicht. Frank ist und bleibt ein großer Junge, der nicht erwachsen werden will. Ja? Entschuldige die Störung. Oh, das störst doch nicht. Willst du dich nicht setzen? Nein, ich bleib lieber stehen. Aber etwas zu trinken darf ich dir doch anbieten. Ich habe gerade auf Geros Rückkehr angestoßen. Ja, New York scheint ihm gut bekommen zu sein. Ja. Er geht jetzt manche Dinge etwas lockerer an. Aber deshalb bin ich eigentlich nicht gekommen. Ich habe das ungute Gefühl, dass du wieder eins deiner Spielchen treibst. Ach, das ganze Leben ist ein Spiel. Aber wir sind nicht deine Schachfiguren, die du hin und her schieben kannst. Wer bitte ist wir? Kathi und ich. Zugegeben, du wärst ein guter Gegenspieler. Aber da wir beide an einem Strang ziehen... Und auch noch am selben Ende. War es hier anders. Aber zurück zu Kathi. Mein Interesse an ihr ist gleich null. Es sei denn, du kommst über sie an mich ran. Seit wann machst du dir etwas aus pubertierenden Teenagern? Du wirst Kathi also nicht als Bauernopfer benutzen? Mach dir keine Sorgen, Henning. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich möchte auspacken. Kann ich dir irgendwie helfen? Was machst du in meinem Zimmer? Ich glaube, du hast dich in der Tür geirrt. Oh, jetzt wo du es sagst, entschuldige, was auch immer ich dich gestört habe. Du hast es also gesehen. Ja, mir entgeht nichts. Nur mit meinem Orientierungssinn habe ich jetzt ein bisschen. Kannst du mir vielleicht helfen? Hast du eine Kopfschmerztablette? Ja. Danke. Also, hast du nun einen guten Ratschlag für mich? Ich habe die Frage vergessen. Henning, ich habe mich in ihn verliebt. Aber er sich irgendwie nicht in mich. Wieso nicht? Weil er mich immer noch für deine kleine Schwester hält. Tag- oder Nachtschwester? Ach, du Idiot. Frank?
Nein, ich bin's! Ich geh schon! Hi. Hi. Ist deine Mutter da? Mama? Ja? Nina ist da. Komme gleich. Willst du was trinken? Nein, danke. Schade, bei der Gelegenheit hätte ich dir zeigen können, wo was steht. Ganz im Vertrauen. Hier wirst du nämlich nicht mal bedient, wenn du ein Kind bekommst. Würde es dir denn nichts ausmachen, wenn ich hier wohne? Du meinst wegen dem Zoff, den wir hatten? Irgendwie kann ich dich jetzt verstehen. Ich habe dich dauernd um Rat gefragt, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass meine Mutter dich gelöchert hat, was mit mir los ist. Weißt du denn inzwischen, wie es weitergeht? Ja, später, ja? Nina, schön, dass du da bist. Ich wollte dich gerade anrufen. Oh, das Logo, ich weiß. Ja, vergiss das Logo. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war so begeistert von der Idee, dass du bei mir wohnen könntest, dass ich total blind war. Ich wollte nicht wahrhaben, dass du viel lieber an deinen eigenen vier Wänden wohnen willst. Und ich wollte dich nicht vor den Kopf stoßen. Nichts da. Den schwarzen Peter hab ich. Ach was? Doch, doch. Schade. Wir hätten bestimmt viel Spaß. Hm? Und? Hast du auch schön Winke-Winke gemacht? Gestern am Bahnhof. Ach, erinnere mich bloß nicht daran. War der Abschied von Florian so dramatisch? Ich hatte einfach zu viel um die Ohren. Der Sonderzug nach Ruanda ist ohne mich abgefahren. Bin gelaufen. Sebastian hat zu gerne noch gesagt, warum ich die Briefe für Florian geschrieben habe. Ja, versuch's auch mal mit Telefon. Ich hätte dabei gerne aber in die Augen gesehen. Oh Mann, warum muss mir immer sowas passieren? Ich kann das einfach nicht länger mit ansehen. Warum hängst du so dumm? Woher weißt du das? Ich verstehe. Du hast den direkten Draht nach oben, ja? Dass du dich besonders gut drauf bist, sehe ich auch ohne Hinweis vom Boss. Was ist? Ich habe auf dein Rad gehört. Das ist. Du hast also das schwangere Mädchen zur Beratungsstelle geschickt. Ja und? Konnten die ihr weiterhelfen? Na klar, die schon, aber ich. Irgendwie nimmt sie mich nicht ernst. Warum sagst du nicht einfach, was in ihr vorgeht? Was du für sie empfindest? Sag mal, hast du was an den Ohren? Sie hält mich für einen Spinner, für einen. Dann öffne ihr die Augen. Zeig ihr, wer du wirklich bist. Das ist vielleicht die Lösung. Das ist aber noch nicht alles. Zwei Premierenkarten für die Komödie des Jahres. So stand es auf jeden Fall auf dem Kinoplakat. Wie die duften. Schön. Freut mich, dass sie dir gefallen. Danke. Ach ja, auch für die Einladung. Ich kann leider nicht mitkommen. Ich muss mich um mein neues Zuhause kümmern. Dann hat der Makler dich schon angerufen. Und ich wollte dich überraschen. Moment mal, welcher Makler? Ein Freund von mir. Er hat mir noch einen Gefallen geschuldet und da hat er dir eine Wohnung besorgt. Aber ich hab doch schon eine andere Bleibe. Ja, dann sag ab. Oder hast du schon unterschrieben? Das war nicht nötig. Bei Erika brauche ich keinen Mietvertrag. Du hast ja recht. Erst will ich zu ihr auf Abstand gehen und dann ziehe ich doch bei ihr ein. Aber was sollte ich denn machen? Ja, nein sagen. Das habe ich doch versucht. Doch dann. Ach, ich halte es ohne Erika einfach nicht mehr aus. Nina, die Frau ist so gut wie verheiratet. Du selbst hast gesagt, sie soll sich mehr um ihren Freund kümmern, damit du nicht zwischen ihnen stehst. Ich will ihm Erika doch nicht aussparen. Ja, und warum ziehst du dann zu ihm? Weil es immer noch besser ist, in ihrer Nähe zu sein, als gar nichts von ihr zu haben. Du siehst sie doch jeden Tag im Büro. Ja, aber die Kampagne ist so gut wie abgeschlossen. Wenn nichts Neues reinkommt, dann läuft mein Vertrag aus. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, oder wie lange glaubst du, erträgst du es, Erika und ihren Freund glücklich vereint zu sehen? Wenn es sein muss, bis in alle Ewigkeit. So, ihr lieben Leute, das war's mal wieder für heute. Zum Schluss noch ein Stück aus meiner Lieblings-CD. Ja, hallo? Ja, hi, ich bin's, Dr. Love. Ach, so ein Zufall. Ich hab grad an dich gedacht. Du spielst gerade ein Lied von meiner neuen CD. Zufälle gibt es. Weshalb ich anrufe, hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Bist du noch dran? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Hey, ich habe nur gute Ideen. Trotzdem, mit jemandem zu telefonieren ist immer was anderes, als jemandem gegenüber zu sitzen. Du hast Angst, ich könnte dich enttäuschen. Nein, ich habe Angst, ich könnte mit dir nicht mehr so offen reden. Nur weil du weißt, wie ich aussehe? Stimmt, eigentlich Quatsch. Wieso sollte sich was zwischen uns ändern, bloß weil ich deine Nase kenne? Außerdem bin ich auch ein bisschen neugierig. Gut. Kennst du das Blue Office? Wann soll ich da sein? Sagen wir, in 2 Stunden. Okay, wie erkenne ich dich? Setz dich einfach an die Theke. Den Rest kriegen wir irgendwie hin. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Tschüss. Ja, aber Florian, Florian, du hast doch noch gar nicht... Florian! Hallo! Weg. Was hat er denn gesagt? Es geht Ihnen gut. Bastiane hätte gern Frank vor ihrer Abreise noch mal gesehen. Aber sie ist ihm wegen der Briefe nicht mehr böse. Nina, schön, dass du da bist. Entschuldige die kleine Verspätung, aber ich hatte total vergessen, dass ich noch verabredet war. Ich nehme Ihnen das mal ab. Ja, das ist nett. Danke. Jetzt, da ihr zusammen wohnt, könntet ihr doch eigentlich du zueinander sagen. Hm? Mhm. Arno. Nina. Ich trag das mal auf. Hey, ziehst du jetzt doch hier ein? Ja, cool. Als ich damals eingezogen bin, hat mir keiner die Sachen hochgetragen. Ciao. 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 Komm nicht wieder so spät. Ich doch nicht. Mit Millie ist ja scheinbar auch wieder alles in Ordnung. Ja. Wir haben eingesehen, dass wir beide etwas überfordert waren. Herrlich. Heute gibt's anscheinend nur gute Nachrichten. Ja, schön. So schnell kommst du mir aber doch nicht davon. Herzlich willkommen. Hey, ich dachte, du hast eine Verabredung. Ja, das dachte ich auch. Hier, vielleicht kannst du was damit anfangen. Das sind Premierenkarten. Ins Kino kannst du gehen, wenn du in Rente bist. Lass uns lieber die Clubs unsicher machen. Sag mal, weißt du, wie lange ich schon auf den Beinen bin? Ja, das hat dich früher auch nicht gestört. Stimmt. Dann warst du derjenige, der mir ins Bett wollte. Tja, die Zeiten ändern sich. Eben. Jetzt lass dich nicht so hängen. Oder willst du den Rest deines Lebens nur noch arbeiten? In Ordnung. Aber wir machen einen Männerabend, okay? Oh, du gehst aus? Keine Sorge. Wenn ich mich verlaufe, zeigt Henning mir den Weg. Ach, ich dachte, du interessierst dich gar nicht mehr für Clubs und Discos. Tja, welcher Mann kann schon meiner Überredungskunst widerstehen? Na dann, viel Spaß. Komm doch einfach mit. Oder hast du was dagegen? Wartest du schon lange? Frank, was machst du denn hier? Sag's mir morgen, kannst du mich jetzt alleine lassen? Ich habe nämlich eine Verabredung. Mit Dr. Love, ich weiß. Woher? Ich bin Dr. Love.